willkommen auf unserem Brettspielkanal Brettspiele querbeet mit Jörg. Hallo und der Claudia. Hallo. Heute stellen wir euch das Spiel Bosks vor. Das werden wir beide für euch spielen. Und Jörg erklärt euch jetzt so ein bisschen die Regeln. Das ist der Spielaufbau für zwei Personen. Da haben wir bei unserem Spielbrett diese Seite hier. Da sind die Kästchen ein bisschen größer. Auf der Rückseite sind die kleiner. Die Seite ist dann für 3 bis 4 Spieler. Wie gesagt, wir spielen nur zu zweit, haben die Seite. Dann haben wir unsere Punkteleiste. Dann gibt es noch so einen Windrichtungsanzeiger, der kommt aber erst später ins Spiel. Und dann hat jeder noch sein Spielmaterial. Da bekommt jeder 8 Bäume, 2 von jedem Wert, also immer von 1 bis 4. Dann 8 Blattmarker, 36 Blätter, die sind aus Holz. Und noch ein Eichhörnchen, das hat jeder Spieler. Und dann gibt es noch einen schicken Startspielermarker. Und wie das jetzt genau abläuft, erkläre ich euch mal kurz. Wir spielen das über 4 Jahreszeiten. Im Frühling fangen wir an, unsere Bäume zu setzen. Jeder sucht sich einen Baum aus, kann sich den Wert aussuchen, den er haben möchte. Ob das eine 2 ist oder eine 4. Und setzt den hier auf so eine Kreuzung. Immer hier, wo sich die Felder kreuzen. Nicht außerhalb des Spielplans, sondern immer da, wo ein Kreuz ist, mittendrin. Das macht jeder abwechselnd oder bis alle 8 Bäume verteilt sind. Und dann kommt schon der Sommer und im Sommer gibt es dann eine Wertung. Da werden alle Reihen und Spalten gewertet. Dann kommen halt die Besucher, die unsere Bäume bewundern, die wir eben im Frühling gepflanzt haben. Und dann kriegen wir Punkte. Dann wird jede Reihe gewertet. Wer dann nicht die meisten Bäume stehen hat, sondern die höchste Punktzahl hat, der gewinnt. Und dasselbe machen wir dann auch mit jeder Zeile. Reihe, jede Spalte wird dann durchgewertet. Die Bäume bleiben dann stehen, dann ist der Sommer abgehakt, dann kommt der Herbst und dann wird die Windrichtungsanzeige an irgendeine Ecke gelegt, darf sie dann der Startspieler aussuchen und dann durch den Wind werden unsere Blätter verteilt. Die breiten wir dann auf dem Spielplan aus. Wie das dann genau abläuft, das seht ihr dann beim Spielen. Und wenn das erledigt ist, dann kommt der Winter, dann gibt es nochmal eine Wertung. Wer die meisten oder wer die Gebiete kontrolliert, der kriegt die meisten Punkte. Und am Ende gewinnt der, der die meisten Punkte hat. Was für die Überraschung. Und wie das Ganze abläuft, das erklären wir euch beim Spielen. Und wir wünschen euch wie immer ganz viel Spaß. Ich bin Startspieler und fange jetzt an mit dem Frühling und setze meine Bäume. Aber was ich noch sagen wollte, das Spiel ist für was, 2 bis 4 Personen, ne? Ja. 30 bis 45 Minuten, ja. Ab 13 Jahre. Naja, Alter, ich glaube, das kann auch schon. Also einen Solo-Modus hat es nicht. Nee, können auch schon jüngere spielen, denke ich mal. So. Und jetzt setze ich irgendeinen Baum mit irgendeiner Zahl auf irgendein Feld. Auf die Kreuzung da, ne? Und ich setze das mal dahin, meine 3. Mhm. Ich setze meine 3 hier hin. Du gehst in die Mitte. Ich muss dazu sagen, ich spiele das Spiel heute zum ersten Mal. Na, ausreden wird er. Aber ich spiele es wirklich zum ersten Mal, ist ja nicht gelogen. Nein, ist es nicht. Na, siehst du.
So hast du das also vor? Das weiß ich noch nicht. Weißt du noch nicht? Ich auch noch nicht so wirklich. Was ich hier so wirklich vorhabe, ist mir auch noch nicht so ganz bewusst. Ja. Ist nicht so einfach, ne? Ja, weiß ich nicht, ja. Man versucht ja jetzt gleich schon ein paar Punkte zu machen. Ja, ist wirklich nicht so einfach. Ha. Ja, du bist schon so ein kleiner Halunke. Warum? Ich pflanze meine Bäumchen halt dort. Das ist alles nicht so einfach. Ja. Mann, das war wieder eine 2. Okay. War dein letzter, ne? Ja, nur mein letzter Baum. Ich habe auch nur noch eine 2. Boom, boom. Und dazwischen, inzwischen Rom, oder wie war das? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Was das ist schon spät. Keine Ahnung, was das jetzt hier soll. Ich weiß auch nicht, ob du wirklich selber weißt, was das soll. Nee. Setzt du den Baum noch? Ja, ich setze ihn noch irgendwann. Heute noch? Ja, heute noch. Ich weiß noch nicht genau, wohin. Aber ich setze ihn noch. Versprochen. Zack. So. Der Frühling ist gespielt. Mehr oder weniger. Ja, und jetzt fangen wir mal hier oben an, das zu werden. Da bin ich, hab ich mehr, ne? Wer jetzt die Mehrheit hat, bekommt 2 Punkte. Der zweite bekommt 1 Punkt. Ich bekomme 2 und 1. Genau. Jetzt kommt das. Dasselbe Spiel nochmal. 2 und du 1. So, jetzt bin ich hier. Alleine? Allein. Also 3, ne? Bekomme ich 3 Punkte. 1, 2, 3. Punkt, bist an mir vorbei. Na, ich geh doch wieder los hier. Da bist du wieder von. 2 und du 1, ne? Und du 1. Jetzt bekommst du 3. Ich komme noch nicht rein. 1, 2, 3. Und du? Keinen, wenn du 3 kriegst. Ach so, ja, klar. Jetzt bekomme ich 2. Und ich 1, ne? Du 1. Und hier bekomme ich nochmal 3. So, und jetzt fangen wir hier unten an. Jetzt gehen wir hier lang. Ist wieder 3? Ja. Ich höre auf. Dann bekommst du 2 und du 1. Ja. Da ist niemand. Hier ist niemand. Hier habe ich 4, du hast 5. Bekomme ich 2 und du 1. Wieder. 2. Du 1, ich 2. Wieder. Du 1, ich 2. Und hier kriege ich nochmal 3. Ach Mann. 1, 2, 3. Und schon hat er.
mich wieder. So, Claudia ist jetzt mit ihren Punkten hinten, wird Startspieler. Jetzt kommt nämlich schon der Herbst und Claudia darf sich jetzt aussuchen, wo sie die Windleiste hinlegt. Ah, ich darf mir überlegen, wo die Leiste hinkommt. Hier. Dann gib mal her das Ding hin. Oder? Ja, ist eigentlich egal. Na, weiß ich nicht, das ist nicht so egal. Ist nicht so egal, hast auch wieder recht. Es ist gar nicht so egal. Das ist gar nicht so egal. Hier hin. Dahin. Ich setze einfach mal hier hin. So, und im Herbst... Nee. Na, was nur? Nee, bin ich auch nicht. Ich setze da unten bei dir hin. Geht das? Ist es da? Das ist so. Noch sichtbar für alle, ja? Ja, sieht man noch. So, jetzt kommt der Windmarker hier auf die 1. Jetzt sind wir schon im Herbst. Und jetzt ist vorgegeben, den ersten 4 Runden, welcher Baum gewertet werden darf, ein 1er, ein 2er, ein 3er, ein 4er. Das darf man sich aussuchen, welchen man wertet, entweder den 1er oder, wo war ich noch eben, da hinten den. Mhm. Claudia kann ihre sich aussuchen. Der Wind kommt von hier unten nach hier oben. Und dann suchen wir uns einen Blattmarker aus. Und die geben dann vor, wie viele aktive Blätter wir haben. Wie wir setzen möchten. Ja. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig verstanden. Nachher, wer die kleinere Nummer gewählt hat, ist dann bei der Runde wieder Startspieler dann. Mhm. Du kannst anfangen. Eine 6. Ja. Ich muss mal gucken, ob ich das richtig verstanden habe. Ja, nimmst du 6 Blätter? Ich nehme 6 Blätter. Ich lerne jetzt mit euch zusammen. So. Und Claudia hat ihren Einser also, hier stehen. Nee, ich nehme den hier. Ja. Dorthin. So, und jetzt kann man angefangen immer ein Feld, wo der Baum, wo der Baum anrennt, kann man erstmal, legt man das erste Blatt hin. Mhm. Und jetzt kann man sich aussuchen in Windrichtung, ob man das davor legt oder diagonal zu dem ersten Blatt. Ich lege das hier hin. Und bei dem kann man sich das jetzt wieder aussuchen. Davor oder diagonal dahin? Das lege ich hier hin. Dann lege ich das dahin. Dann lege ich das hier hin. Und das andere lege ich hier hin. Habe ich das richtig gemacht? Ja. Gut. Dann ist mein Sechser weg, ne? Ja, der ist weg. Den kann ich schon in meine Schachtel schmeißen. Ja, warte, wir müssen mal gucken, wer noch Startspieler wird. Ach so, okay. Und dein Baum musst du abräumen. Der kommt aber komplett weg, ne? Der kommt raus aus dem Spiel. Der kommt in meine Schachtel, gut. So, ich habe 4er. Ja, da war jetzt auch gar nicht so schlau. Weiß ich nicht. Naja. Mach ich hier 1, 2, 3, 4. Ja, ja, ja. So, jetzt werde ich Startspieler. Mhm. Und den... Und jetzt rutscht der auf die 2 weiter, oder was? Jetzt rutscht der auf die 2 weiter, genau. Jetzt kommt der Wind von hier. Ja, richtig. Suchen wir uns wieder einen Blattmarker aus. Und wir müssen jetzt die 2er machen, ne? Jetzt werden die 2er-Bäume gewertet. Jetzt geht's aber hier los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ich weiß gar nicht, warum ich das noch nie gespielt habe. Du hast es auch nur ein einziges Mal getestet, ne? Na, einmal, ne? Ich glaube, das waren 2 Runden mit meiner Schwester. Ja, und ich habe es noch gar nicht. Ich habe es nur mit angeguckt, wie ihr gespielt habt, weil ich da was anderes gemacht habe. So, wie gesagt, der Wind kommt jetzt von da nach hier. Genau. Ich habe hier einen Zweierbaum und da einen Zweierbaum. Jetzt fange ich mal an. Also von euch gesehen, von Ost nach West. Nehme ich da eins hin, lege ich hier eins hin. Jetzt habe ich die Möglichkeit, hier weiter zu bauen oder hier. Oder ich könnte auch Claudias Blatt abdecken. Da muss ich aber so viele Blätter abgeben, wie in dem Feld schon liegen, also 1. Nicht aus dem Vorrat, sondern von den aktiven Blättern, die ich hier habe, also von meinen 7. Aber ich mache das 1, 2, 3, 4. Jetzt habe ich, doch ich mache das. Lege ich da 1 drauf. Einen weg. Gebe 1 zurück. Und jetzt habe ich noch 3 und die pflaster ich mal dahin. Und der Wurm kommt raus. Da ich das ja noch nie gemacht habe, ist das nachher irgendwie zusammenhängende, das was zu sagen? Nee, da wird jedes Gebiet gewertet nachher. Das ist aber ein nicht, Gebiet. Wie die zusammenhängen. Nee. Okay, gut. Das ist egal. Okay. Dann nur das Gebiet, also das hier und das hier zusammen war. Ja. Und Wasserfelder, da oben die Felder, sieht man ja an den Farben, was da okay. Als Gebiet zählt. Ja, gut. Dann kommt jetzt die 3. Nee, machst du auch noch einen Baum? Ach ja, ich habe ja auch noch einen Baum. Die 2. Also 2 Blätter nimmst du dir und Würfel wärst ein 2er Baum. Das mache ich. Ich bewerte einen 2er Baum. Ich bewerte einen 2er-Baum. Da ist Blätter an einem 2er-Baum. Ja. Und zwar den und dorthin. Und dann kommt der 2er weg. Dann hast du die kleinere Zahl aus dem Startspieler und das kommt raus. Dann gehst du weiter. Jetzt werden 3er gewertet. Der Wind kommt von hier unten. Norden nach Süden? Ich weiß nicht, wenn ich so sehe, ist von Süden nach Norden. Ja, stimmt. Von Süden nach Norden. Ja. Jetzt kommt die 3er. Die 3er. Das ist eigentlich das höchste, die 8, ne? Oder? Die 8 ist das höchste. Das geht von 2 bis 8. Ja. Und das Eichhörnchen. Und das Eichhörnchen. Solltest du nachher zum Beispiel ein Blatt, ein eigenes abdecken mit deiner, also ein eigenes Blatt von deiner Farbe abdecken? Warum sollte ich das machen? Na, keine Ahnung, vielleicht kannst du nicht anderswo mehr hinlegen, weil es nicht mehr frei ist. Was bist du der Geier? Dann musst du nichts zahlen. Dann musst du kein Blatt abgeben. Aber wenn du da drunter bist, doch schon, oder nicht? Ne? Ja, wenn ich drunter bin, ja. Wenn du drunter bist, ja, ne? Nee, warte mal, nee. Du wirst hier immer noch. Also, wenn ich jetzt hier schon eins liegen hätte und wollte da noch eins drauflegen, wäre ja Schwachsinn, da noch eins draufzulegen. Na gut, wenn ich da weiterlaufen wollte, dann. Ja. Dann muss ich da nichts drauflegen, wenn meins das oberste ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier anfange, nach hier zu bauen, kann ich ja hier nicht, da liegt ja schon eins von hier. Ja. Und wenn du dann jetzt auf deins drauf baust, musst du keins mehr bezahlen, obwohl meins auch mit da drauf liegt. Doch, da müsste ich glaube eins zahlen, auch für mein eigenes muss ich nicht zahlen. Ach so. Ach so. Ich bin Startspieler, ne? Du hast ja noch keine Zahl ausgesucht, ne?
Wenn ein eigenes Blatt oben auf dem Laubhaufen liegt, muss kein Blatt zurückgelegt werden. Ah, okay. Dann gehört dir der Laubhaufen quasi, ne? Gut. Du musst noch eine Zahl raussuchen. Ja, hast du denn den Dreier schon gemacht? Nee, ich habe die Zahl hier liegen schon. Musst du nicht vorher schon raussuchen, die Zahl? Ah, habe ich. Hast du denn Zweier hast du gemacht? Jetzt, ja. Jetzt machen wir erst den Dreier. Du hast noch keinen Dreier gemacht. Hast du denn Zweier abgeräumt, den Zweier? Ja. Ja, echt? Hier stehen noch zwei drin. Ach ja, ich bin etwas. Mhm. Was ist jetzt? Eine Drei. Von wo kommt der Wind? Von unten. Ja, guck an. Wenn du den Pfeil mal richtig drehen würdest, dann könnte man das auch richtig sehen. Da ist so ein Pfeil auf jetzt. Ja, genau, so. Deshalb. So. So. Siehst du? Also das Material ist bis jetzt ja, Material ist ja schön. Ja. Nichts Außergewöhnliches, aber gut. Ja, nicht so, dass es eben vom Hocker holt, aber es ist okay. Ja, es ist dicke Pappe und die Bäumchen, ja. Jeder hat seinen eigenen Tray hier, so ein Game Tray, wa? Gut. 7, 3, 6, 7. So, welchen nehme ich denn jetzt? Ich werde den hier nehmen. Und zwar wäre das blöd, wenn ich den machen würde. Okay. Jetzt frage ich mich, warum du eine 7 genommen hast. Warum? Ich weiß nicht, was hast du vor? Ich wollte eigentlich dich überbauen. Ja, mach doch. Ja, das weiß ich aber noch nicht, ob ich das jetzt wirklich auch will. Musst du ja am Anfang. Nee, muss ich nicht, kann doch hier lang gehen. Nee, kann ich ja nicht. Ich muss ja hier hochgehen. Ja. Ich muss dich ja sowieso auch mit ausgehen mit dem hier. Mit dem wäre ja totaler Spaß. Ja. Also überbaue ich den hoch, einen weg. Ja. Habe ich überhaupt nicht dran gedacht jetzt. Das ist ja, ich bin ja total blöd. Oder? Das lasse ich jetzt unkommentiert. Aber ich könnte jetzt von hier auch hier hingehen. Ja, sicher. Und dann hier hingehen? Ja. Und dann hier hingehen und dann bin ich schon zu Ende, oder? Dann ist schon Schicht im Schacht. Dann ist schon der Schacht schon Schicht. Wie schön ist das denn? Und jetzt hier hingehen? 2. Dann könnte ich... Na, nicht daneben. Daneben darf ich nicht? Nein. 2. Du kommst nur auf 4. Ich komme nur auf 4. Warum habe ich denn so viele genommen? Das weiß ich nicht. Weil du gierig warst. Ich war in die falsche Richtung. Ich wollte runterzulaufen. Na nee. Guck doch dahin, wo der Wind herweht. Wenn der Wind herweht. 1, 2. Also 3 schon, ne? 4. 5. Jetzt habe ich 2 umsonst, ne? Das hast du dicken für lau, für umsonst gemacht. Ja, mach doch nicht. Das Fehler lernt man doch. Achso, dann muss ich den 3er abräumen. Ja, ich habe eine 2. Und dann mache ich da hin und da hin. Dann darfst du auch anfangen. Kommt ja auf die 4. Dann kommt ja von... Von hier nach da. Norden, Osten, Süden, Westen, von Westen nach Osten. Nach Osten, Osten. Nach Osten. So. Die 4. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was ich jetzt mache. Aber ich versuch's mal. Mhm. Keine Ahnung und davon ganz viel. Mhm. Schluck Tee, vielleicht hilft das.
Warum überlegst du immer so lange? Hallo? Ich nicht. Du weißt doch schon, wie es geht. Hast du schon? Ich hab schon, na klar. Will ich dann ein Testspiel? Der Herr will mich überbauen. Ich nehme die 8. Ja, wir haben es gesehen. Nee, das war jetzt nicht im Bild. Ich leg das mal hin. Die 8. Blendet. So, 3er. 6er. Dann weiß ich schon, was mir jetzt blüht. 8. Ach, was. 1. Welchen nimmst du denn? Ich habe das eh nicht gesehen. Den hier. Ach so, ja. Aha, ich habe das eh nicht gesehen. Den ist hingegangen. Ja. 1. Und jetzt? 2. Ja. 3. Ja. 4. Ein weg. Gehen raus. 5. 6. Und da hinten bitte hin. Hier? Ja. Und dann kommt der weg. Aha. Und die 8 kommt weg. Okay, ich habe 4. Okay. Dann nehme ich mir mal 4. Einen, ne? Wenn der noch ganz oben liegt, musst du nicht zahlen. Ja, einen muss ich aber zahlen nur, ne? Nee. Wie viel muss ich denn zahlen? Na, 2. Warum denn 2? Lege eines deiner aktiven Blätter für jedes Blatt, das sich bereits auf dem Feld befindet, zurück in den Vorrat. Ausnahme, wenn ein eigenes Blatt oben auf dem Laubhaufen liegt, muss kein Blatt zurückgelegt werden. Okay, dann machen wir das anders. Dann geben wir hier hin, das darf ich ja, einen, guckst du? Was? Ja, einen. Dann gehe ich hier, 2, einer weg. Und dann gehe ich diagonalos dahin. Und dann kommt der Baum weg. Der 4er Baum weg. Genau. Das auch. So. Die letzten 4 Felder, die haben ein Sternchen. Ah. Da kann man sich den Baum aussuchen, von dem die Blätter weggeblasen werden. Und die Richtung ist wieder weiter vorgegeben, ne? Die Richtung ist vorgegeben, genau, von Nord nach Süd. Mhm. Ich gehe gleich mit Pauken und Trompeten unter, wa? Nee, deswegen, ich weiß noch gar nicht, was ich jetzt werte. Siehst du, weil ich Ach, du bist jetzt dran, ne? Nee, ich hatte ja eine 8. Ich hatte 8 gelegt und eine 4. Ach so, da bin ich dran. Wie kommt der Wind jetzt hoch von unten nach oben? Ich versuch's einfach. 5. Ja, und welchen Wert ist da? Warte. 3, 5. Den hier. So. Ein weg. Einen hier rüber. Einen hier hin. Und einen weg. Und den 3er weg. Jetzt hast du den Plan noch neu gebracht. Das war der Plan. Oder auch nicht. Irgendwie so einen richtigen Plan habe ich, glaube ich, noch nicht. Ohne, jetzt hast du mich ja voll auflogen lassen mit dem. Hab ich? Ich werde den 2er einen Ruf dich drauf.
Ein Blatt beiseite. Eins hier. Ja. Eins hier, eins hier. Und eins da. Und die zwei weg. Was hattest du? Die fünf. Dann bist du Startspieler. Und der rückt weiter und der kommt jetzt von... Von wo? Von Ost nach West. Ah. Von Ost nach West. Da, 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 da. Mhm. Hast du schon? Von da nach da. Drei Stück. Einen hierhin, einen weg. Und den Vierer nimmst du laut? Ja, nee, ja, den Vierer nehme ich. Musste ja. Und den einen hier. Und den Vierer weg. Hast du denn? Drei. Auch drei. Okay. Welchen nimmst du denn? Nach da, nach dort. Weil die Zahlen, die auf den Bäumen draufstehen, sind eigentlich nur in der ersten Runde. Ne? Ist ja. Das, danach sind die Zahlen, ja, bis auf, aber zum, die sind jetzt irrelevant. Jo. Hm. Ich nehme auch den Dreier hier, den drauf, den weg und den dahin. Ich glaube, bei Gleichstand wechselt das jetzt. Ich kann mal noch nachgucken. Nee, wir sind das im Herbst nochmal. Ich will noch verändert sich nach der ersten Runde. Wo bin ich denn jetzt? Ich finde das jetzt nicht mehr hier. Warte mal. Wenn ihr wird ja urteilen, ist ein Startspieler im nächsten sitzen ein Spieler, neuer Startspieler. Ja, kriegt werde ich jetzt Startspieler. Ja. So, dann geht das hier hin. Dann kommt er jetzt wohl auch von Süd nach Nord. Die kleine Katze ist da. Mäuschen, du weißt, dass die Bonnie das nicht mag, wenn du zu ihr gehst. Und ich hab. Was hast du? Hast schon gesetzt, geht jetzt von A, es geht von da nach da, von da nach da, nach da, nach da. Na gut. Okay, habe ich. Na, ich fünf. Dreier, Vierer, Fünfer. Eins.
Ach, warte mal, den habe ich ja nicht abgeräumt, ich Trottel. Eins, zwei, drei. Wohin? Geradeaus oder diagonal? Aufs Grüne, vier. Und der? Na, nicht schon gerade drauf. Hier drauf? Ja. Fünf. Und der kommt weg. Mein Eichhörnchen. Das ist kein Eichhörnchen. Was ist das denn? Ja, aber ist ein Eichhörnchen. Ja, was hast du in der Hand? Ein Blatt. Achso, da muss ich das Eichhörnchen setzen. Das kann ich jetzt einfach irgendwo draufsetzen, ohne was zu zahlen, ne? Ja, du musst schon die Windrichtung umhalten. Innerhalb von drei Feldern. Ja, ist doch richtig. Der Wind kommt hier, du kannst nicht hinter dem Baum setzen, du setzt vor dem Baum. Ach so. Ach, hätte ich das Eichhörnchen gar nicht gebraucht. Da bin ich schon wieder vertan. Da habe ich mich ja schon wieder vertan damit. Was soll ich denn jetzt damit machen? Das ist ja doof. Das ist ja doof. Dann werte doch den hier. Ist doch genauso blöd. Wieso? Du hast innerhalb von drei Feldern, kannst du da draufsetzen, das Eichhörnchen. Ach so, ich kann ihn ja innerhalb von drei Feldern setzen. Ja, du hast recht, innerhalb von drei Feldern kann ich ihn setzen. Das mache ich dann. Innerhalb von drei Feldern in Windrichtung vom gewählten Baum anlegen. Okay, dann könnte ich ja den da trotzdem nehmen. Der kommt runter zu. Nee, dann kann ich ja doch den hier nehmen. Dann kann ich ja 1, 2, 3 den hier nehmen. Ja. Nehme ich den. Und der kommt weg. Dann bist du Startspieler, weil das... Ach nee, ich bin noch... Du bist noch dran erstmal, ne? Nee, das ist mein letztes. Du bist Startspieler, das Eichhörnchen zählt wie eine 1. Ja, dann habe ich jetzt meinen letzten. Dann, Achtung, du hast ein Eichhörnchen. Ja, da hast du wohl. So viel brauchst du nicht. Ist doch egal. 2, 4, 6. Mach doch, ist doch egal. Achso, geh jetzt wieder hier rüber. Naja. Dann hätte ich den anderen genommen. Oh, da habe ich wieder nicht drüber nachgedacht. Da habe ich doch wieder nicht drüber nachgedacht. Dann mache ich den einen weg. Ja, kann ich ja nur den hier noch machen, ne? Mhm. Da hätte ich jetzt Eichhörnchen da unten, hier oben nehmen sollen. Da muss ich gucken, wo der Wind herflattert. Ja, beim nächsten Mal. Ich habe noch ein Eichhörnchen. Ja. Eins, zwei, drei setze ich da ein. Na gut, na gut. Ich gebe mich geschlagen. Ja, ist doch noch nicht vorbei. So, jetzt kommt die Abrechnung. So, jetzt wird jedes Gebiet gezählt. Ich hole das jetzt mal hier rüber, weil ansonsten sehe ich das schlecht. Könnt ihr das sehen? Ja, ist noch gut. Drauf. So, Moment. 8 Regionen sind das. Sind das 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja. So, der erste Platz. Wir können ja mit irgendjemandem anfangen hier oben. Mit der grauen hier. Da habe ich 3. Du hast 1. Kriege ich 5 Punkte und du 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Fangen wir mit der roten an. Wieder dasselbe? Ja. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Eieieiei. Das sieht nicht gut aus. Fangen wir mit dem blauen an. Habe ich 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, wa? Ja. Wieder, ne? Hm. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, oh. Mit dem, also mit dem See hier. Der rote war auch schon weg, ne? Ja, jetzt kriegst du hier 5. Ja. 1, 2, 3, 4, 5 und du 3. 1, 2, 3. Bei Gleichstand, oh, warte. 2 auf dem ersten Platz, kriegt jeder 4 Punkte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Wieder 5, ne? 1, 2, 3, 4, 5.
Und ich 15, wa? 1, 2, 3. So, da habe ich mal mehr. Ja. Da kriege ich 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und du kriegst 3 minus, wa? Ja, ja. 1, 2, 3. Was war das, das hier, wa? Ja. Und da sind jetzt 1, 2 und du hast 3. Dann kriege ich 5. 1, 2, 3, 4, 5 und du 3. 1, 2, 3. Das war's, ne? Das war's. Ja. Würde einer jetzt ein Gebiet alleine kontrollieren? Hätte er 7 gekriegt? 8 Punkte. Also für den ersten und für den zweiten Platz kriegt er dann die Punkte. Das habe ich hier unten gehofft. Ich habe das eben falsch gespielt. Aber ist nicht schlimm, so schlimm ist es gar nicht bei mir ausgefallen. Im Endeffekt hast du nur 4 Punkte mehr. Ja. Das geht. Naja, also es ist mal ein Spiel für schnell zwischendurch mal zu spielen. Es ist jetzt nicht unbedingt ein Must-Have. Ja, muss man nicht haben. Ja. Spielmaterial ist schön, es ist auch schnell erklärt. Man kann es auch schnell mal so zwischendurch spielen. Wir haben es noch nicht zu dritt oder zu viert gespielt. Nee. Vielleicht ist es da ein bisschen interessanter, wenn man sich immer mehr in den Wegen steht und vielleicht auch mehr andere überbauen muss, zwangsläufig. Das sollte man vielleicht mal machen. Ja, also zu zweit, ja, kann man spielen. Werden wir bestimmt auch noch mal machen. Aber... Ja. Also, man muss nicht traurig sein, wenn man es nicht in der Sammlung hat. Nee. Wenn man es drin hat, ist es auch nicht schlimm. Man kann es wirklich spielen, ist nicht schlecht. Ist auch wieder ein Spiel, was wir wieder mit den Garten nehmen können, weil nichts wegfliegt. Und außer die Bäume auf Kippen rum. Ja, aber es sind keine Karten oder so, die wegfliegen. Ja. Da, das geht dann. Ist ganz okay, das Spiel. Ja. Jo. Gut. Das war's dann für heute. Das war Bosk. Dann hoffen wir, es hat euch gefallen. Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, was ihr davon haltet, ob ihr es vielleicht auch schon habt, was ihr darüber denkt oder ob ihr euch das doch anschaffen möchtet. So. Oder wenn ihr es schon zu dritt oder zu viert gespielt habt, wäre es mal ganz schön, wenn ihr uns da mal euer Fazit dazu mitteilt. Ansonsten, bis dahin. Like wäre schön. Ja. Und über ein Abo freuen wir uns immer. Klar, dann kann dann unser Kanal noch ein kleines bisschen wachsen. Er ist ja noch sehr, sehr jung. Genau. Und ansonsten sagen wir Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.